Genau. Wir, das sind in dem Fall natürlich Sie alle und ich auch, aber in dem Fall meine ich nun den größten Teil des Gemeinderats von Stuttgart. Ich bin nämlich ein ganz normales, liberales Mitglied vom Gemeinderat. Und ich muss dazu sagen, wir arbeiten das letzte halbe Jahr schwer daran, dass Stuttgart weitergebaut wurde. Wir haben zum Beispiel beschlossen, dass der Bahnhof in Untertürkheim eingebracht wird und dadurch auf den Weg gebracht wird zum Weiterbauen. Das wird im Gemeinderat gemacht und ich muss sagen, die bürgerliche Mehrheit, einschließlich der SPD, ist sehr stabil hinter Stuttgart. Da muss man auch die SPD loben, im Gegensatz zum Land. Die Stuttgarter haben die klare und stabile Mehrheit im Gemeinderat, dass wir weiterbauen und deshalb sind wir Stuttgart. Ich bin allerdings auch ein Freund der Schlichtung, denn ich habe mir immer sagen lassen, die da oben, die Großkopfigen, die reden gar nicht mit uns, mit den Gegnern und so weiter. Und ich finde, das ist eine hervorragende Gelegenheit, hier wirklich die Fakten auf den Tisch zu legen und hier miteinander auf Augenhöhe, wie geschehen, zu reden. Und ich bewundere die Geduld, das muss ich sagen, vom Herrn Geisler, wie er die Sache dann durch diese langen Tage durchsteht. Und ich muss dazu sagen, ich habe alle vier oder fünf, ich komme schon durcheinander, fünf Schlichtungstage von morgens bis abends mit angehört, weil es mir so wichtig war, damit hier wir sagen können, hier wurde alles getan, um hier zu Stuttgart 21 wirklich die Fakten auf den Tisch zu legen und es transparent zu machen. Und deswegen kann ich auch sagen, ist ein Stuttgart 21 ein klares, transparentes Projekt. Bei dieser Schlichtung ist mir natürlich eines aufgefallen. Ich habe das im Fernsehen gesehen und da sieht man diesen Raum. Da muss ich sagen, da sitze ich jeden Dienstag im UTA, das ist der Umwelt- und Technikausschuss, sitze ich da und kümmere mich um die neuen Projekte in Stuttgart und ausgerechnet auf meinem Platz sitzt der Herr Roggenbauer. Und das hat mich natürlich sehr stark mitgenommen und auch und dann ist spontan und emotional folgende Ballade herausgekommen, nämlich der Schlichtungskönig. Wer sitzt heute im Rathaus als Ziel meiner Dichtung? Es ist Herr Geisler mit seiner Schlichtung. Er will die Regierung mit dem Volk vereinen. Er spricht wie ein Vater zu seinen Kleinen. Mal unten, mal oben, so redet er keck. Wir machen Neues, den Faktencheck. Es eröffnet der Wölfle die erste Runde. Mit oben bleiben ist das Gebot der Stunde. Wie schön kann man doch nach Stuttgart reisen mit ebenem Bahnsteig und 16 Gleisen. Mein Vater, siehst du nicht dort, sie nehmen mir meinen Tiefbahnhof fort. Und siehst du nicht da den rötlichen Rauch? Mein Sohn, das ist nur der Roggenbau. Nun hör gut zu, mein liebes Kind, im Tiefbahnhof fahren die Züge geschwind. Mein Vater, dort ist es sehr duster. Sei ruhig, mein Kind, das ist der Schatten vom Schuster. K21 würde viel weniger kosten, auch wenn die Gleise hier ab und zu rosten. Zwar sind auch die Stockwerke ziemlich locker, das macht nichts, sagt uns der Künstler Herr Stocker. mein Vater, wo kommt nur der Qualm her? Bleib ruhig, mein Sohn, das ist nur der Palmer. Mein liebes Kind, ist das nicht stark? Ihr kriegt neue Bäume und auch einen Park.
Mein Vater, jetzt stören im Park sie die Schläfer. Sei ruhig, mein Kind, sie sammeln nur Juchtenkäfer. Der Streit ist nicht sinnvoll, er tut uns nur weh. Das Volk soll entscheiden, meint jetzt SPD. Auch wenn's die Erfassung so nicht erlaubt, was sollen die Paragraphen, die sind ja verstaubt. Mein Vater, ich kann's nicht ertragen, jetzt wollen sie auch noch das Volk befragen. Sei ruhig, mein Sohn, verzieh nicht dein Gesicht, davor steht ja noch das Verfassungsgericht. Ich liebe den Bahnhof in der neuen Gestalt und seid ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, der Kampf wird jetzt schärfer, da kommen sie wieder, die Wasserwerfer. Dem Geißler grauset, es hat keinen Sinn, er verwechselt die Weichen, er schmeißt alles hin. Er erreicht den Dezember, es endet im Zoff. Das freut unsere Zeitung, das Fernsehen hat Stoff. Danke sehr. Herzlichen Dank. Es war erfrischend, es war fröhlich. Es kommt ins Geschichtsbuch der Pro-Seite für Stuttgart 21.